Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar heute endlich mal wieder zu einem Kobi-Set. Habe ich viel zu lange keins vorgestellt, da habt ihr recht. Und zwar haben wir heute die Kobi 2704, den Panzer 5 Panther. Ich habe die Version in der 1:48 Skala aus der World War II Reihe gekauft. Und dieses Set hat 296 Teile und ist laut der Verpackung 7 cm breit und 11 cm lang. Und ganz wichtig, es ist pad-printed. Ansonsten gehe ich davon aus, ihr kennt alle die Verpackungen von der Kobi Historical Collection oder World War II Reihe. Und dementsprechend haben wir hinten nochmal den Panzer abgebildet. Mit so ein paar Randfakten dazu finde ich immer schön. Und dann noch die Funktionen dargestellt. Also man kann den Turm drehen und auch vorne das Geschütz nach oben und unten bewegen. Und im besten Falle funktionieren natürlich noch die Ketten, was wir aber dann testen werden. Dann haben wir wie immer auf der Packung hinten nochmal ein Bild vom originalen Panther. Und darüber reden wir dann natürlich auch nochmal, ob dieses Set den originalen Panther gut getroffen hat oder eben nicht. Ich mache den Karton jetzt auf jeden Fall mal auf und dann gucken wir uns zusammen die Teiletüten und die Anleitung an. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf dieses Set und hoffentlich mal wieder ein Set, über das ich nicht so schimpfen muss wie über die Messerschmitt BF109 vom letzten Video. Ach, ich fühle mich hier direkt wieder heimisch. Das allererste alternative Klemmbaustein-Set, was ich selber gebaut habe, war ja tatsächlich auch von Kobi. Und man weiß gewissermaßen einfach bei Kobi, wenn man die Packung aufmacht, dass einen da höchstwahrscheinlich nicht die größten negativen Überraschungen erwarten werden. Und da fühlt man sich gleich wieder ein bisschen sicherer, wenn man beim letzten Mal so ins Klo gegriffen hat. Ansonsten ist die Anleitung, wie wir es alle von Kobi kennen, aufgebaut. Es sind wieder sehr schöne Darstellungen. Es wird ausgegraut, was schon gebaut wurde und was gebaut wird, wird in Farbe dargestellt. Insgesamt haben wir 75 Bauschritte, was darauf hindeutet, dass der Bau nicht sehr schwer sein wird bei der Teileanzahl. Und hier könnt ihr das Video wie immer gerne anhalten, wenn euch das Ganze interessiert. Auf der Rückseite haben wir ja dann noch ein bisschen Werbung von Kobi. Dann haben wir hier insgesamt 9 Teiletüten drin. Ist natürlich wieder eine sehr große Plastikmenge. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was in Zukunft noch an den umweltfreundlicheren Alternativen für Beuteln kommt. Aber um die Qualität zu gewährleisten, ist es halt wirklich so in letzter Zeit gewesen, dass so viel Plastik sein musste. Ich hoffe natürlich, dass es da in nächster Zeit ein bisschen bessere Alternativen noch gibt. Aber ich würde sagen, wir haben schon wieder so viel gelabert. Ich fange jetzt auf jeden Fall an zu bauen und dann sehen wir uns höchstwahrscheinlich mit dem fertigen Set wieder. Wenn es jetzt im Bau nichts Ungewöhnliches oder sehr Nennenswertes zu berichten gibt. Und dann reden wir wie immer drüber, ob ich euch das Set empfehlen würde oder eben nicht empfehlen würde. Ich wünsche wie immer viel Spaß bei dieser Review. Und fertig ist die Kobi 2704, der Panther. Aber bevor wir jetzt mal über das Set reden, möchte ich mal noch einen kleinen Einschub machen und euch mal um eure Meinung fragen. Ihr solltet ja wissen, dass mir eure Meinung auch immer wichtig ist und ich mir das auch zu Herzen nehmen möchte. Und ich habe ja auf dem Kanal schon einige Panzer vorgestellt aus Klemmbaustein. Und jetzt wurde mir unter so einem Panzervideo, was ungefähr eine Woche nach Ausbruch des Ukraine-Krieges rausgekommen ist, unter das Video geschrieben, dass ja in der Ukraine der Krieg wütet und wieso ich hier diese Panzer vorstelle und wie ich das halt mit mir vereinbaren kann. Beziehungsweise, dass es eben der Kommentarschreiber nicht gut findet. Ich habe ihn jetzt leider nicht direkt vor mir, ich blende ihn aber auch ein, dass ich euch hier nichts verfälsche von dem, was er geschrieben hat. Ich habe auf den Kommentar auf jeden Fall auch drauf geantwortet und habe aber gedacht, das möchte ich nicht unbedingt so stehen lassen und möchte euch jetzt nochmal meine Sicht ganz kurz erklären und dann euch mal um eure Meinung dazu bitten, um eben auch mal gegenzuchecken, ob ich der Einzige bin, der jetzt so denkt, wie ich denke und ob ich da vielleicht auch noch ein bisschen weiter lernen kann. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass ich hier ja Sets mit einem geschichtlichen Kontext vorstelle. Wenn ich einen Panzer 5 vorstelle, stelle ich einen Panzer vor, der im Zweiten Weltkrieg gedient hat. Wenn ich diesen Kliment Koroschilow, was ja sogar ein russischer Panzer war, vorstelle, stelle ich auch einen Zweiten Weltkriegspanzer vor. Und wenn ich über den Kobi Mark I rede, eben einen Panzer aus dem Ersten Weltkrieg. Diese Panzer hatten die Zeit, in der sie hauptsächlich gedient haben, schon lang hinter sich und haben meines Erachtens mit der jetzigen Ukraine-Krise bzw. dem Ukraine-Krieg nichts zu tun. Hingegen würde ich aber in der jetzigen Situation ungern Sets vorstellen, die neuzeitliches Kriegsgerät sind, beziehungsweise auch Kriegsgerät, was jetzt noch eingesetzt ist. Ein konkretes Beispiel wäre da der chinesische Kampfjet, den ich von Wange vorgestellt habe, was aber lange vor den ganzen Ereignissen um die Ukraine war. Und so ein Video würde ich momentan nicht mehr bringen, weil ich da gut nachvollziehen kann, warum sich Menschen schlecht damit fühlen. Den Punkt sehe ich aber bei geschichtlichen Sets, wie zum Beispiel eben dem Panther, den ich euch heute vorstelle, nicht. Und jetzt seid ihr gefragt. Schreibt mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, dass ich mir da wirklich was rausnehmen kann und ich für mich einfach mal das Meinungsbild brauche.
Weil dieser Kanal soll gute Laune verbreiten, meistens, wenn es nicht gerade um schlechte Sets geht, und niemanden mit einem schlechten Gefühl herausgehen lassen. So, und das war auch schon das Ganze, was off-topic war. Reden wir jetzt noch über diesen Panther hier. Und ich muss sagen, das ist eines der schlechteren Kobi-Sets. Das muss man natürlich relativieren, weil ein schlechtes Kobi-Set ist immer noch auf dem gesamten Markt ein ganz gutes Set. Aber hier habe ich für das Geld, dieses Set kostet immerhin 20 Euro und ist aus der kleinen Serie, einfach ein bisschen mehr erwartet. Das mache ich an so kleinen Dingen fest, aber reden wir doch erstmal trotzdem über die positiven Sachen, die wir ja standardmäßig von Kobi auch kennen. Der erste positive Punkt ist, die Steinequalität ist vom Bau hervorragend. Muss man nicht mehr dazu sagen. Der nächste Punkt ist, alles was ihr hier seht, also die Luke, die Abzeichen, hier hinten die Luken und eben auch das hier vorne, sind Prints. Also die ganzen Details hier sind pad-printed und auch wirklich mit Liebe gedruckt. Ist so ein typischer Punkt, der einfach da von Kobi sehr gut gelungen ist. Auch zumindest für die Größe ist das Aussehen von dem Panzer wirklich sehr gut gelungen. Man muss halt sagen, man ist hier sehr begrenzt mit der Teileanzahl, die man hat. Und ihr seht, das ist kein Riesenset. Natürlich bekommt man dann die Form von so einem Panther nicht 1:1 perfekt hin. Aber so wie sie es hier geschafft haben, haben die Designer wirklich schon gute Arbeit geleistet. Und generell bin ich ja auch ein Fan von diesen kleineren skalierten Modellen, weil die sich eben auch jemand leisten kann, der nicht 70 Euro für ein großes ausgeben möchte. Das sind so die generellen sehr guten Punkte an diesem Set. Nächster guter Punkt wäre, dass die Ketten eigentlich hervorragend laufen. Jetzt kommt aber das eigentlich, weil das ist der erste negative Punkt und das zeige ich euch einfach mal. Also die Ketten schaffen es hier auf dem Tisch wirklich zu laufen, ihr seht das. Aber jetzt fragt ihr euch, warum eiert die Kette so rum? Und das liegt daran, dass man die Kette beim Fahren verliert. Und das ist wirklich merkwürdig, weil das kennt man von Kobi sonst so nicht. Ich habe die Ketten von der Teileanzahl so gebaut, wie sie in der Anleitung stehen. Also die sind nicht um eins verlängert. Und sie sitzen zwar schon recht locker, aber nicht so, dass sie eigentlich direkt abfallen sollten. Aber trotzdem tun sie es eben. Wenn man damit fährt, dann fallen die Ketten ab. Und das ist wie gesagt super schade, weil die Ketten eigentlich super sitzen. Wenn man jetzt hier aber ein Kettenglied... Weil die Ketten sich eigentlich super drehen würden. Wenn man jetzt hier aber ein Kettenglied rausnimmt, dann sitzt es so eng, dass es nicht fahrbar ist. Das heißt, in der einen Situation fährt es super auf den Laufrollen und würde Spaß machen beim Spielen, fällt aber ab vom Fahrwerk. Und in der anderen Situation läuft es überhaupt nicht mehr auf den Laufrollen und in den Zahnrädern und fällt aber zumindest nicht mehr ab. Ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr merkwürdig. So einen Fehler hatte ich bei Kobi noch nie. Und das ist eigentlich so ein Fehler, den ich unter die Kategorie einordnen muss, das wurde nicht ausreichend getestet. Sowas hätte auf jeden Fall auffallen müssen, wenn man dieses Teil Probe baut. Das Ganze ist halt dann für mich mit dem Premium-Anspruch, den Kobi ja gewissermaßen hat, nicht vereinbar. Auch wieder sehr auffällig waren die Angusspunkte, die wir auf dem ganzen Set verstreut haben und die sich sehr oft leider auch nicht verstecken lassen. Und das natürlich für den Zweck, für den das Modell ja eigentlich gebaut wird, und zwar, dass es dann im Regal gut aussieht oder in einem Diorama, echt nicht gerade von Vorteil. Und trotzdem sage ich ja, es ist im Klemmbaustein-Universum trotzdem noch ein ganz gutes Set, weil den Fehler, dass die Ketten nicht richtig laufen, hat man überall, wenn man sie jetzt enger baut. Aber dann ist es mir eben ein Stückchen zu teuer und dann muss ich sagen, dann ist es leider eines der schlechteren, wenn nicht sogar schlechtesten Kobi-Sets, die ich jetzt aus den neueren Set-Reihen gebaut habe. Und das wegen einem Fehler, der meines Erachtens hätte auffallen müssen. Genauso ein anderes Ding ist, was jetzt nicht vielleicht unbedingt ein Fehler ist, aber trotzdem stört. Meines Erachtens sollte man so einen Turm immer ordentlich drehen können. Das gehört zum Spielen bei so einem Set für mich dazu. Wenn ich jetzt aber hier den Turm drehe, seht ihr schon, da räume ich hier Teile von der Deko ab. Was auch alles andere als optimal ist. Und ich habe so langsam das Gefühl, dass sich der Messerschmitt-Fluch so ein bisschen bei mir gerade durchzieht, weil ich mich ja eigentlich auf ein relativ entspanntes Set gefreut habe, bei dem ich nicht viel meckern muss, aber jetzt doch für Kobi-Verhältnisse doch relativ viel meckern musste. Und ich sag's euch auch so, wie es ist. Für 20 Euro würde ich euch dafür auf jeden Fall keine Kaufempfehlung geben, weil da kriegt ihr von Kobi viel, viel, viel bessere Sets für das gleiche Geld. Wenn ihr das aber für vielleicht mal 10 Euro oder 12 Euro irgendwo bekommt, weil es im Abverkauf ist, dann gebt gerne das Geld dafür aus, dann habt ihr trotzdem ein gutes Set und auf jeden Fall sehr viel Spaß beim Bauen. Und ansonsten war die Anleitung auch fehlerfrei. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, dann schreibt mir mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich wie immer sehr interessieren, vielleicht habt ihr ja eine ganz andere Erfahrung gemacht als ich und so ein Kettenproblem ist bei euch gar nicht aufgetreten. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Und ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag.
Haut rein, euer Valleybrick.